über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Ein fremder Schatten fällt über die Sterne. Er verschluckt Welten und hinterlässt nur Knochen und Asche. Wird diesem Schatten nicht Einhalt geboten, so fürchte ich, dass er die Menschheit verschlingen und uns in endlose Nacht hinausjagen wird, auf dass wir niemals die Dämmerung erblicken werden. El'Shaanna, erhabene Astropatin von Lorzol. So steht ihr an eurer rauchenden, dampfenden Chimäre, an dem Lorzolmer Tor zum Magistria-Distrikt. Nur eine Prophezeiung, die ihr mit auf den Weg gegeben bekommen habt. Doch wo wollt ihr als nächstes hin? Die Hauptstadt ist voll der Xenos-Kreaturen der Gene-Stealer. Was ist euer Ziel? So, wohin hat das Taxi sich gestellt? Schauen wir mal auf die Karte. Wir wollten Richtung dieser Unterstadt, ne? Also, ich glaube, wir wollten einmal zum blinden Heiligen und dann wollten wir irgendwie ins Dreckloch. Ja, und der blinde Heilige war diese Kneipe, ne? Genau, ich glaube, das... Nee, doch, ich glaube, der blinde Heilige war, glaube ich, die Kneipe, wo angeblich die Inquisitorin gesehen worden wäre. Ja, wo sie verkehrt. Und das Dreckloch ist, glaube ich, die Basis irgendwie, wo uns der Adeptus, der was zugesagt hat. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir erst einmal zu der Lordsolmer PVS-Basis fahren? Wir könnten von dort aus eventuell die Assassinen anfunken, damit sie den Rest der Armee koordiniert. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Koordination wäre nicht schlecht. Klingt nach einem brauchbaren Plan. Wie wäre es sonst, wenn wir das Torshold-Anwesend oder das Haus der Echos fallen lassen und die PVS dann von dort aus abziehen? Immerhin haben wir da mehr Leute. Damit könnten wir sie alle an der Lordsolmer PVS-Basis sammeln. Und wir könnten sie in Richtung des Avalos-Raumhafens schicken. Was haltet ihr davon, dass wir da zuerst annehmen? Wir würden sie ja nur fallen lassen, um sie zurückzuerobern. Die PVS-Truppen haben ebenfalls ein Primärziel. Sie sollen die Kommunikation auf dem Planeten wieder aufbauen, zumindest die interne zwischen ihnen, sonst werden sie nicht organisiert zurückschlagen können. Sobald dies geschafft ist, kann man systematisch die einzelnen Bezirke der Stadt erobern. Aber erst einmal, das ist eine gute Idee. Wir sollten ihnen Bescheid geben, dass sich in ihrer Kommandostruktur einiges geändert hat. Ja, das denke ich auch. Außerdem liegt es doch so und so, so ein bisschen auf dem Weg, ne? Ja, deswegen, wir fahren zwangsweise wohl dran vorbei. Okay, nächstes Ziel, PVS-Basis mit uns. Jo. Jawohl. Bruder Gabriel, kannst du dir vielleicht nochmal die Beine von unserer Soldatin angucken? Ob du da irgendwas machen kannst? Ich bin nicht in menschlicher Anatomie geschult. Ich kann mir das gerne mal anschauen, sonst kann sie auch gerne ein Schmerzmittel bekommen, falls das für Menschen nicht so stark sein sollte. Ja, das musst du vielleicht ein bisschen anpassen. Ja, vermutlich würdet ihr sterben. Wenn wir das auf ein Zehntel der Dosis reduzieren,
sollte das wohl auch für Menschen tragbar sein. Ja, an der Stelle bin ich tatsächlich überfragt. Wenn ihr mögt, dann werde ich euch natürlich auch mit einem gebrochenen Bein begleiten, meine Lords. Aber ich könnte auch in der Lord Salma PVS-Basis dafür sorgen, dass die Soldaten kommen, dass sie kommandiert werden. Das ist sehr tapfer von euch, aber wir sollten diese Möglichkeit nutzen. Nein, es ist aufputschend. Es wird durch die Schmerzen vergessen lassen, zumindest ist es so auf unsere Anatomie abgestimmt. Du wirst problemlos weiterkämpfen können. Ob du auf deinem gebrochenen Bein stehen kannst, kommt ganz auf den Bruch an. Vielleicht hat Worgen ja noch einige menschliche Schmerzmittel. Ihr wisst schon, Obscura und so etwas. Das, was eigentlich verboten ist. Ich räusper mich. Hatten wir das Thema nicht schon mal? Ich schaue verlegen in den Rückspiegel. Mich ist immer noch um. Ah. Gut, aber dann lass mal sehen. Und halt still, nicht, dass ich dir versehentlich das Bein ausreiße. Okay, vielen Dank, mein Lord. Sehr beruhigend, ne? Ja, in so einer Chimäre, die währenddessen fährt, ihr habt ja auch die ganze Polsterung rausgerissen, das ist auch eine militärische Ausführung, ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, wenn ihr dann ja, mit blanken Stahlbänken oder so etwas dann dort Operationen ausführen müsst. Und ja, dementsprechend Medizinwurf wäre es nicht erleichtert. Okay. Das ist eine 91. Oh. Das habe ich nicht geschafft. Schicksalspunkt für die 91? Ich habe das Gefühl, ich werde meine Schicksalspunkte noch brauchen. Also nein. Ja, du drückst dir deinen Handschuh, das Mategium-Handschuh, drückst es ein bisschen rein. Da hast du eine Dosierung, ungefähr ein Zehntel nach unten geschraubt. Und kannst dir dann noch ihre Knochen angucken, während sie dann erstmal so etwas wie eine Bewusstlosigkeit fällt. Die sind auf alle Fälle splittergebrochen, irgendwie der Sitz, der dann unter ihren Beinen sie vergeilt hat. Also das ist schon beachtlich, dass sie da direkt auch bei Bewusstsein geblieben ist, während sie dann noch in der Kathedrale unter dem Sitz hing. Und ja, du kannst sie ein bisschen richten, bist aber wohl der Meinung, dass sie sicherlich noch die nächsten 2 Wochen irgendwo auf dem flotten Raumschiff oder so noch verbringen darf, damit ihre Beine dann wieder geschient werden und zusammenwachsen können. Zumindest für diesen Kampfeinsatz ist sie nicht weiter sinnvoll. Und während ihr dann weiter in Richtung Süden fahrt, werdet ihr auch irgendwann ankommen an der PVS-Basis, die euch dort wieder empfängt. Sie ist auch immer wieder nicht zu Bewusstsein gekommen. Ich schüttel nur mit dem Kopf. Wir werden sie hier in der PVS-Basis lassen müssen. Und Notiz an mich, bei Menschen nächstes Mal ein 20stel der Dosis probieren. Sie wacht immer noch nicht auf. Ja, sie scheint das Mittel schlecht zu vertragen. Aber ihr habt sie jetzt nicht ganz kaputt gemacht, oder? Ja, nein, sie atmet noch, zumindest. So, und von meiner Einschätzung her. Na dann. Es wäre schade drum gewesen, wenn ihr sie jetzt direkt zum Imperator gebracht hättet. So kann sie sich wenigstens noch auf eine gewisse Weise selber dafür beweisen. Es soll nicht so zu Ende gehen. Ach, so wird es nicht zu Ende gehen. Ihr steht noch ein ruhmreicher Tod auf dem Schlachtfeld bevor, aber nicht in den nächsten 2 Wochen. Erst einmal wird sie wohl den restlichen Tag bewusstlos sein, sofern ich es einschätzen kann. Ich habe damit noch keine Erfahrung bei Menschen. Aber gebrauchen können wir sie nicht. Ja, wenn ihr dann aus der Chimäre aussteigt, könnt ihr schon erkennen, dass der Corporal euch wieder entgegenkommt, wieder vor euch salutiert. Meine Lords, willkommen zurück. Ja, ich salutiere auch. Wie ist die Lage, Corporal? Nun, mit den Dingen, die uns euer Bruder aufgetragen hat, der Lord Wilhelm. Wir sind sehr zufrieden. Er hat nicht nur dieses Loch in unseren Mauern gestopft, sondern
mittlerweile kommt dort gar nichts mehr durch. Wir konnten sie zurückschlagen. Was man in einer Stunde so alles erreichen kann, ist schon übermenschlich. Aber das war ja zu erwarten, meine Lords. Sehr gut. Also habt ihr hier alles unter Kontrolle? Bisher ja. Habt ihr Funkverbindung zum Trossholt-Anwesen? Wir haben es noch nicht versucht. Wir müssen die Kanäle wechseln. Aber wenn ihr sagt, dass das sinnvoll ist, dann werden wir das natürlich tun. Ja, es hat sich eine kleine Änderung in der Befehlsstruktur ergeben. Ihr solltet unbedingt Funkkontakt suchen. Ich sag dann zu meinen Brüdern über internes Vox, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob da irgendwelche sinnvollen Befehle von dem neu ernannten Hauptmann kommen. Zweifelhaft. Menschen sind, was Taktik angeht, ungebildet. Ja, es wird bestimmt eine erstaunliche Sache geschehen. Irgendwie traue ich diesen Leuten hier so einiges nicht zu. Vor allem, was haltet ihr davon, Bruder Willem, dass ihr einmal schaut, was ihr ihnen aufgetragen habt? Das heißt doch lange nicht, dass es in ihren Augen gut ist, dass es in den Augen der Iron Fists tatsächlich so ist. Ja, ich werde mal die Mauer abstreiten. Ja, wenn du die Mauer abschreitest, kannst du auf alle Fälle erkennen, dass hier viele weitere Leichen dazugekommen sind. Rebellenabschaum, der dann eben verteidigt worden ist. Lasergewehreinschüsse, die dann wohl höchstwahrscheinlich von den Mauern erfolgt sind. Und du bist der Meinung, dass die Festung noch mit wenig Besatzung viel standhalten kann. Ja, solange die Feinde von ähnlicher Intensität bleiben, sollten sie durchhalten. Also, Brüder, was wollen wir nun tun? Nun ja, also ich sehe das so. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen uns aktiv an der Zurückeroberung dieser Makropole oder wir unterstützen die nur peripher und vertrauen auf die menschlichen Kräfte und suchen unser Primärziel. Was meint ihr? Was sollen wir tun? Bruder, das Primärziel ist das Primärziel. Diese Makropole ist akzeptabler Verlust. Ach, das sehe ich irgendwie ein bisschen anders, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, was man tun sollte. Meines Erachtens Primärziel verfolgen, auf dem Weg dorthin alles vernichten, was uns in die Klinge kommt. Wir haben den Menschen den Weg gewiesen und ebenfalls ein Primärziel zugeteilt. Wenn sie es nicht mal in Betracht ziehen, ihre eigenen Stärken auszubiegen, wie wir jetzt hier wieder feststellen mussten, dass nicht einmal die Basis mit dem Hauptteil der Regierungssitz in dieser Stadt kommuniziert haben. Ich glaube, wir brauchen Jahrzehnte, um denen erstmal eine gewisse Struktur einzudrücken, damit die überhaupt eine Chance haben werden. Also ehrlich gesagt hat es mich ein wenig geschockt, dass hier in dieser PVS-Basis ein einfacher Corporal das Sagen hat. Der muss ja überfordert sein, diese Verteidigung zu übernehmen, von der Erfahrung und vom Rang her. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne nochmal abwarten, ob die es schaffen, Funkverbindungen herzustellen zu dem Anwesen und ob dann von dem Hauptmann, den wir da ernannt haben, einigermaßen sinnvolle Anweisungen kommen. Und wenn das alles klappt, dann können wir uns, glaube ich, auch jetzt ungestört unserem Primärziel zuwenden und ansonsten müsste ich nochmal überlegen. Meine Lords, wir hatten Kontakt mit ihnen. Ja, und? Der Hauptmann sagte, dass er wohl demnächst in Richtung Süden verlegen möchte. Er möchte sich ein Bild von der PVS-Basis machen und schließt dann mit einigen Verbliebenen, ich glaube mit 1000 Mann, schließt er dann zu uns auf. Er wollte sich danach wohl auch einen Blick vom Avalos Raumhafen machen. Wir haben allerdings auf der bei der Suche nach der Frequenz haben wir noch Kontakt mit einem anderen Hauptmann aufnehmen können, der im Süden von hier sitzt, bei einer Kathedrale.
Wir haben ihnen ebenso gesagt, dass die PVS-Basis nun unter unserer Kontrolle ist und dass sie ebenso hinaufschießen können, wenn ihr wünscht. Oder zumindest sagte ich ihnen, dass ihr zumindest hier seid. Ihr kennt die Makropole besser als wir. Was müsst ihr denn zurückerobern? Nun, ich denke, für... Also, der gesamte Planet ist höchstwahrscheinlich wichtig und Lordsholm ist an sich die Hauptstadt. Damit die Versorgung des gesamten Kreuzzuges sichergestellt ist, brauchen wir auf alle Fälle den Raumhafen. Die PVS-Basis ist selbstverständlich wichtig, wenn wir den Planet weiterhin unter Kontrolle haben müssen, aber der Rest ist, würde ich sagen, und das ist nur meine ganz profane Meinung, nun nicht weiter wichtig. Weder das Torshold anwesend, die Adligen können gerne evakuiert von dort aus werden, oder das Haus der Echos. Das müsste meines Wissens nach nicht weiter wichtig sein. Der Fabrika-Distrikt liefert einiges an Promethium, aber das ist nicht das Hauptexportgut, was wir eben produzieren. Das meiste ist eben, wie gesagt, von Agrarprodukten, die wir eben, damit wir unsere Streitkräfte beliefern können. Das Haus der Echos bietet momentan unsere einzige Kommunikation in den Orbit oder zu anderen Systemen. Es darf nicht fallen gelassen werden. Ja, dem muss ich meinen Bruder zustimmen. Oder habt ihr einen anderen Ort, in dem man die Kommunikation in den Orbit dort machen kann? Da normale Standardfunkverbindungen wohl nicht mehr halten. Ich kenne mich mit Hexen nicht aus, mein Lord. Der Psionkasse verabscheuen. Wir müssen natürlich uns ihrer Möglichkeiten bedienen, aber wenn ihr mich fragt, sollten alle Hexer und Mutanten vernichtet werden, meine Lords. Nun, jetzt stellt euch vor, eine Verstärkungsflotte trifft an. Wie wollt ihr mit ihnen kommunizieren? Nun, wie gesagt, alles was ich brauche als einfacher Corporal, den Raumhafen und die PVS-Basis. Alles andere... Nun. Ja, und was hält euch davon ab, den Raumhafen zurückzuerobern? Die Männer. Einfach die Männer. Nun, aber wenn wir jetzt 1000 Menschen oder Soldaten, möchte ich sie nicht nennen, wenn wir einfach PVS vom Torsold anwesend bekommen, können wir natürlich in Richtung Süden verschieben, wenn ihr das wünscht. Wir haben Verstärkung aus dem Orbit angefordert. Wir sollten vielleicht auch sicherstellen, dass sie sicher landen können und nicht schon aus der Luft abgeschossen werden. Ja, also ich finde, das ist ein guter Plan eigentlich, den Raumhafen zu erobern. Dem stimme ich zu. Dies ist der einzige Weg, momentan wahrscheinlich rein und raus. Wenn unsere Verstärkungstruppen den Boden nicht einmal erreichen, sehe ich eh schwarz. Von daher stimme ich euch dazu, Brüder. Ja, die Frage ist, wollen wir uns dort anschließen oder wollen wir das von ihnen erledigen lassen, während wir nach dem Primärziel suchen? Ja, diese Frage hatte ich ja am Anfang auch gestellt und ich habe jetzt eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass der Hauptmann, den wir eingesetzt haben, die Initiative erlangt und handelt, ja, anstatt sich in dem Anwesen den hinteren Platz zu setzen, ja, wie er es vorher gemacht hat. Also ich denke, wir könnten eigentlich separat vorrücken und unser Primärziel suchen und die PVS kann dann den Raumhafen erobern und dann sehen wir mal weiter. Ja, einverstanden. Wenn ihr wünscht, dann werde ich die Befehle weitergeben. Das ist kein Befehl. Der Hauptmann hat das Kommando und wir sind einverstanden mit seinen Anweisungen. Ich finde, wenn wir zwischendurch einen Status bekommen, wie es läuft, ist es garantiert nicht verkehrt. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Lass uns mal die Funkanlage von unserer requirierten Chimäre überprüfen, ob wir hier mit der PVS-Basis über Funk in Kontakt treten können. Die Chimäre hat selbstverständlich einen Vox-Verstärker, meine Lords. Ja, sehr gut. Dann lass mal schnell gucken, ob die auch funktioniert. Weil die Chimäre war, glaube ich, nicht mehr so in Top-Zustand, als wir die gefunden haben.
Ja, dadurch, dass ihr keinen Tag mehr drin habt, wäre es ein halber Intelligenzwurf. Welche Runen, die Anzeigen blinken, irgendwelche Signale, die da ausgestrahlt werden, du überfliegst es kurz, drehst ein paar Rädchen, drückst ein paar Runen, aber wirklich was, also es passiert halt nichts, außer dass es rauscht. Haben sich denn die Blinklichter oder die Farben von den Buttons geändert? Ja, also du hast mal so ein bisschen gedreht, dann das eine ging von Rot auf Grün und das Grün auf Rot und dann hast du dich aber wieder dazu entschieden, dass du das dann doch wieder so einstellst, wie es war. Ja, also ich bin voll davon überzeugt, dass das funktioniert. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß man noch nicht, aber mein Charakter ist davon überzeugt. Und oder was sagt der Maschinengeist? Ich glaube, die Anlage funktioniert ordnungsgemäß, aber ich bin natürlich kein Tech-Priest, ne? Nur mit Vorbehalt. Ja, ich bin nicht besser da drin. Nun gut, dann, Brüder, wenn wir uns einig sind, würde ich sagen, rücken wir vor Richtung Lumpenmarkt, glaube ich. Milord, sollte sich hier nicht jemand noch um Elizabeth kümmern? Ah ja, Corporal, habt ihr vielleicht einen ausgebildeten Sanitäter bei euch in dem Trupp? Meine Leute sind stolz sagen, dass ich selbst Sanitäter bin. Fälscher. Fälscher und Sanitäter. Ja, sehr gut. Dann, Corporal, übergeben wir euch unsere Kameradin, die Kardianerin irgendwas. Keine Ahnung, ich kann mir keinen Namen merken. Ach ja, genau, Elizabeth. Und ja, kümmert euch gut um sie. Wir werden sie wiederholen. Sehr wohl, so verstanden. Ja, dann würde ich sagen, lass uns aufbrechen, ne? Ja, ich schaue noch einen letzten Blick zurück zu Elizabeth. In Gedanken spreche ich beste Genesungswünsche zu ihr und bete ein Stoßgebet zum Gottimperator. Als ich dann wieder auf den Fahrersitz einkletter, den Rückspiegel richte. Also Milords, wohin? Südwesten. Richtung Lumpenmarkt oder der Blinde Heilige, da so irgendwo. Ich glaube, die Route ist die gleiche. Ja. Mal. Ja, dann schmeiße ich die Chimäre an und fahre mal Richtung Lumpenmarkt. Ich setze mich nur wieder oben aufs Dach und begutachte die Ferne und vertraue meiner Nase. Ja, ich gehe auch mal aufs Dach, weil in der Chimäre ist ja schon ziemlich beengt, wenn wir da alle drin sind. Deswegen hat sich mein Facebook auch aufs Dach gesetzt. Und außerdem möchte ich, dass wir auch Präsenz zeigen, wenn nämlich da irgendwelche Feinde ankommen und Space Marines sehen, ist das, glaube ich, einschüchternd. Für die. Also könnt ihr die nächsten 1,5 Stunden durch die Hauptstadt rumpeln mit eurer Chimäre, immer mal wieder an seinen Schüssen ausweichen oder aber selber welche abgeben. Auf alle Fälle auf Munition sparen bedacht sein, denn so viele Rebellen, die dort ankommen, möchte man wohl nicht jeden einzelnen mit einem Bolterschuss versehen. Dafür sind die A zu heilig, die Boltermunition. Und B sind es eben so viele Rebellen, aber ihr könnt euch auf alle Fälle mit euren Kettenschwertern oder so etwas teilweise ihn annehmen oder den Chimären. Wenig Munition hat die Chimäre selbst geladen, aber auch den einen oder anderen Schuss, den Wilhelm mit der Chimären Lanze abgeben kann, der Bolter, der eben selbst oben drauf montiert ist, und sie dann so eben aus eurem Weg vertreiben, bis ihr dann im Kalistria-Distrikt ankommt, wo ihr die Lumpenmärkte befahren könnt. Das sind vor allem Distrikte, große Quadrate, die mittlerweile auch Schützengräben haben, die hier wohl ausgehoben worden sind, und mehrere Stützpunkte. Jeder Platz wird wohl von mehreren Rebellen dann beheimatet und das eine oder andere an PVS, die ihr dann noch erkennen könnt, die sich dann in die Schützengräben zurückgezogen haben. Teilweise werden dann hier eben mehrmals pro Tag die Hoheit über diesen Platz ändert sich dann eben mehrmals, weil sie dann eben von der einen oder anderen Seite anbrannten oder zurückschlagen, sodass ihr dann vor einem der Schützengräben halten könnt, während ihr immer mal wieder Feuer abgebt, um die Rebellen zu unterdrücken oder aber zurückzuschicken auf die andere Seite.
Und dann könnt ihr erkennen, wie ein weiterer Corporal aus einem der Schützengräben herausspringt und vor euch salutiert. Meine Lords! Danke, dass ihr uns so unterstützt. Womit verdienen wir die Ehre? Ja, Bericht. Nun, es sind viele da draußen, aber ich dachte mir, es ist besser, als dass wir das halten, als dass wir uns zurückziehen. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ist Portica noch in Ordnung? Ja. Umkämpft. Der Raumhafen dürfte in der nächsten Zeit erobert werden. Nun, wir haben hier noch einige Munition eingegraben, einige Granaten, die wir hier beschützen. Es gibt in den verschiedenen, in diesem Hub-Block haben wir zumindest ein geheimes Munitionsdepot. Deswegen wollten wir es nicht einfach fallen lassen und in die Hände der Rebellen fallen. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich habe schon die ein oder andere Uniform gesehen, sodass auch andere BVS-Soldaten wohl infiltriert waren. Ich weiß nicht genau, was ihren Hass ausgelöst hat, aber er brandet immer mal wieder sinnlos gegen unsere Wände. Habt ihr Funkverbindung zu den anderen Basen? Wir wissen wohl, dass es auf einem anderen Lumpenmarkt im Süden von hier weitere von uns gibt, die ausharren. Aber es sind viele, meine Lords. Wer ist der ranghöchste Offizier in diesem Bezirk? Nun, in diesem Lumpenmarkt, das bin wohl ich, Sir Cromwell, mein Lords. Könnt ihr mir eine Frage beantworten? Ich tue, was in meiner Macht steht. Was ist mit den gesamten Offizieren passiert? Nun, das weiß ich leider nicht, Sir. Viele sind verschwunden, als die Rebellion losging. Es wirkt etwas merkwürdig, dass jetzt nur ein Corporal das Sagen über so viele Truppen hat.